So, dann erstellen wir mal eine Zeichnung für den Schreibtisch. Da das allerdings mit Bleistift und Handy und Papier festhalten und die mindestens drei Hände beanspruchen würde, mache ich das einfach mal hier in Word und naja, hier ist es relativ einfach. Ich muss ja quasi nur ein paar Vierecke zeichnen. Und das Ganze quasi so darstellen, wie ich es am Ende brauche. Das dürfte kein Problem sein und deswegen zeige ich euch das hier jetzt einfach mal. Was haben wir denn ganz grundsätzlich an Randdaten? Der Tisch soll 1,20 Meter breit sein und 60 halt breit, sollte man dazu schreiben. 60 Zentimeter tief und naja, circa 77 Zentimeter hoch. Das entspricht ungefähr meiner Sitzhöhe. Genau, machen wir das doch einfach mal. Okay, ich nehme hier einfach eine ganz normale Form. Erstmal quasi die Tischplatte, die kann man ja dann direkt formatieren. Und weil ich ja hier jetzt nur ein DIN A4-Blatt quasi zur Möglichkeit habe, muss ich quasi alle Maße um eine Kommastelle verrücken, also quasi durch 10 teilen. Das heißt, 120 cm breit würde dann 12 cm Breite entsprechen und so ein Brett ist ungefähr 2 cm hoch, also 0,2. Das sollte ungefähr passen. So, ich färbe das direkt mal ein in, ja, machen wir ruhig rot für die Platte. So, okay, jetzt brauche ich, weil ich, also, was habe ich jetzt gemacht, einen Scanner habe, brauche ich ein paar Schubladen, wo ich den reinschieben kann und natürlich auch noch Platz für all den anderen Kram. Das heißt, ich nehme wieder eine, so eine ganz normale Form und ich bin erstmal mal überlegen, entweder ich kopiere die einfach mal so. Formatiere sie beide gleichzeitig. Mache ich sie jetzt, ich mache sie einfach mal, was mache ich sie? Ich mache sie mal 20 cm hoch, also 2 und 30 cm breit. Das würde dann so aussehen ungefähr. Das funktioniert allerdings nicht, wenn man sich mal überlegt, so eine 20 cm tiefe hohe Schublade und da soll nur mein Scanner rein. Mein Scanner ist ungefähr, keine Ahnung, 3 cm hoch. Das heißt, das funktioniert schon mal nicht. Aber da komme ich später zu. Ich mache das einfach mal jetzt weiter. Ich kopiere das, füge das jetzt einfach einmal noch zusätzlich ein. Und nochmal. Damit ich quasi auf die 80 cm kommen ungefähr. Also jetzt habe ich halt 4 mal 20 sind 80 plus 2 sind 82 cm Höhe. Das ist ein bisschen zu hoch für mich. Verschluckt. Mal kurz einen Schluck zwischendurch trinken, sonst huste ich mir gleich einen ab und dann, das wäre dann total schlecht für das Video. Also einmal einen Schluck zwischendurch trinken. So, jetzt geht es schon wieder besser. So, jetzt ist erstmal die Überlegung, wenn ich diese Schubladen links und rechts jeweils 30 cm breit mache, dann würde ich in der Mitte noch 60 cm Platz haben. Und irgendwo muss ja auch noch der Tower hin. Das heißt, naja, ich überlege wirklich, dass ich das vielleicht einfach ein bisschen anders mache. Und vielleicht mache ich das einfach so, dass ich die rechte Seite
oder vielleicht doch besser die linke Seite. In dem Fall dann einfach mal ein bisschen schmaler mache und zwar nur 20. Das würde dann so aussehen. Ein bisschen asymmetrisch. Vielleicht nicht das allerbeste, sag ich mal. Aber dann hätte ich auf jeden Fall viel mehr Platz zum Sitzen hier zwischen. Denn das wären dann 70 cm. So ein Tower ist ja auch ungefähr 20 cm breit. Ich kann den ja mal dazu basteln. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie hoch so ein Teil ist. Es kommt ja immer darauf an, wie naja, was man quasi gerade hat. Wenn ich jetzt mal meinen Tower anschaue, ganz kurz. Dann sind das ungefähr, naja, 20, 40, ja, es sind schon ungefähr 50 cm, die da hoch ist. Es gibt weitaus kleinere, aber auch größere Tower. Ich nehme den jetzt einfach mal als quasi Beispiel. Also Höhe 50 ungefähr, Breite sind auch ungefähr 20. So, ich beschrifte den gleich noch. Tower. So. Wenn ich den jetzt da mal so dazu schiebe. Ja. 20 und 20 sind 40. Nummer 30 sind 70. Das heißt, ich habe hier zwischen 50 cm Platz. Reicht für gewöhnlich hin für die Füße, ist halt hier und da ein bisschen unbequem, aber ich bin am überlegen, weil der Schreibtisch am Fenster stehen wird, ob ich den Tower dann nicht vielleicht doch besser nach rechts schiebe und dann eben die rechte Seite schmaler mache. Das ist aber jetzt erstmal so eine Überlegung, die ich machen muss. Auf jeden Fall nicht ganz easy an der Stelle. Aber fangen wir mal oben an. Ich habe einen Scanner, der ist ungefähr, naja, so 3, 4 cm hoch. Das heißt, es ist gar nicht notwendig, dass die oberste Schublade für den Scanner so hoch ist. Das würde ich vielleicht einfach mal auf 0,8 oder 0,6 cm zusammenschrumpfen, das reicht auf jeden Fall hin. Sollte eigentlich, oder? Moment, ich gehe einfach mal den Scanner in die Hand nehmen. Das ist ein bisschen sicherer. So, okay, und noch ein Lineal. Ja, man hat immer dann kein Lineal in der Hand, wenn man eins braucht, wie immer. Ne? Und ich finde natürlich auf die Schnelle keins. Das heißt, ich muss einmal ganz, ganz kurz quasi. Ja, okay, jetzt habe ich eins. Okay, mein Scanner ist tatsächlich 4 cm hoch. Wie ich quasi erwartet habe, er muss nicht super hoch sein. Und 4 cm, naja, das reicht locker hin. Locker, locker, locker. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass der Boden der Schublade, den muss ich ja auch mit einplanen, auch 2 cm dick wird, wie quasi die Oberplatte, dann habe ich schon 6 cm. Ein bisschen Luft nach oben ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, 8 cm sollte der wirklich Platz haben. So. 0,8. So, jetzt passt das.
Alles klar. Das heißt andersrum natürlich auch, dass alles andere ein bisschen kleiner werden kann. Ich werde einfach mal diese Schubladen ein Stück nach rechts schieben. Ich könnte ja wirklich überlegen, den Tower quasi mit zu integrieren. Dann würde es gar nicht so viel Schwierigkeiten machen. Einen halben Meter, naja, könnte man schon mal drüber nachdenken. Dann sollte ich aber mal ganz genau messen, wie hoch der ist. Dann würde ich ganz genau nachmessen. Jetzt habe ich natürlich keinen Zollstock zur Hand. Wie immer, wenn man was braucht, ne? Jetzt muss ich mal schnell den Zollstock holen. Sekunde. Okay, ich habe einen Zollstock in der Hand. Ich werde jetzt mal ganz genau messen, wie hoch der Tower ist. Und ja, es sind 44 Zentimeter. Also mit einem halben Meter bin ich da gar nicht schlecht dran. Das übernehmen wir, weil der Tower kann ja auch mal variieren. Vielleicht kaufe ich mir mal einen neuen irgendwann. Ich werde da auf jeden Fall irgendwann mal wirklich dazu kommen und was machen müssen. Und ja, der war jetzt, was habe ich gesagt, 44. Ich habe ihn schon 50 hochgemacht. Ich will mal sicher gehen, ich mache mal 5,5, dann ist er quasi 55 hoch. Haben wir ein bisschen Luft nach oben, das ist vollkommen okay. Ne? So, schieben wir noch ein bisschen hin. Das heißt aber andersrum, wenn der Tower 55 hoch ist und diese Schublade 8, dann haben wir schon 63. Und die Tischplatte ist 2, 63, 65. Das heißt, die Schublade, die hier zwischenkommt, kann maximal noch 10 cm hoch sein. Das machen wir einfach mal. Höhe so 10. Alles klar. Schieben wir mal hin. So. Die beiseite. Und na, den dazu, ja, das passt ungefähr. Ich werde das mal eben einfärben ein bisschen. Das gefällt mir nicht, dass alles gleiche Farben hat. Tower machen wir einfach mal. Ja, machen wir schwarz, ist okay. Das färben wir mal in, keine Ahnung, so einen netten Ocker ein. Schreiben wir noch rein. Scanner. Für einen Drucker wäre viel zu wenig Platz, der würde auf jeden Fall oben drauf stehen irgendwo. So, und den habe ich jetzt 20 breit gemacht. Das heißt, wenn ich 30 cm breite Schubladen habe, habe ich hier noch 10 cm Platz. Abzüglich Seitenwänden, die natürlich auch ungefähr 2 sind. Das heißt, das sind noch 6 cm. Das ist nicht wirklich viel. Das ist tatsächlich sehr wenig. 4 cm, da kriege ich ja praktisch gar nicht mehr rein. 6 cm. Es wird ein bisschen mehr sein, weil das Brett nicht genau 2 cm dick ist, sondern irgendwie 1,7. Aber das macht jetzt nicht so super viel Unterschied. Ich sag's mal so, rein fürs Rechnerische mache ich das trotzdem einfach mal. Was habe ich gesagt? 10 cm breit. Und den genauso. Halt, Breite. 10. So. Sieht man schon, das funktioniert so nicht. Nicht ganz zumindest.
55 ist der Tower. Jetzt nehmen wir mal den Rechner zur Hilfe. Ja, Taschenrechner, jetzt, ja. 55 durch 3, 18,3 Periode. Ich weiß nicht. 18 mal 3 ist 54. Muss auch ein bisschen Platz sein noch. Ich kopiere den mal und füge ihn direkt wieder ein. Und dann machen wir die 3 mal von der Höhe genau 18 cm. Quatsch. Jetzt habe ich das natürlich über die 18 gemacht statt 1,8. Das ist definitiv zu groß. So, jetzt passt das wieder. So. Ich kann das natürlich wirklich 18 machen, dann ist der Platz für den Tower halt 54 cm. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Das heißt, ich hätte 54, das hier ist 10, 64, das sind 8, 72 und die Platte noch um 2, 74. Ist eine Überlegung wert. Vielleicht mache ich es einfach noch ein bisschen größer. Genau, so jetzt werde ich erstmal diese beiden hier einfärben. Die sollen eine andere Farbe haben, damit sie einfach unterscheidbar sind. So, nehmen wir so ein schickes Ocker. Können sie eigentlich auch alle drei haben, oder? Nee, können sie nicht. Können sie nicht. Sollen sie auch nicht. Ich werde jetzt mal ein bisschen reinzoomen, es richtig groß machen. Damit ich die mal Kante an Kante legen kann. Wirklich Kante an Kante. Ungefähr zumindest. So. So, ja, passt. Ungefähr wollte ich gerade sagen. Ja, das ist okay. Dann nehmen wir noch den Tower dazu, schieben den ein bisschen näher ran. So. Und oben bündig. Relativ zumindest, sage ich mal. Jetzt unten korrigieren wir ein bisschen, dass es quasi auf die 54 kommt. Das passt. Und weil diese drei Elemente quasi nicht mehr verschiebbar sind, werde ich die einfach mal gruppieren. So. Das heißt, wenn ich sie jetzt verschiebe, verschiebe ich sie alle auf einmal. Ja, so, alles klar. Jetzt ist natürlich noch die Frage, also das sind 54, das sind 10, 64, 8, 72, ja, und 2 sind 74, sind ein bisschen zu niedrig für meine Tischhöhe. Ich verschiebe mal den Teil ein Stück nach unten. Der Scanner, der bleibt im Prinzip auch so, wie er ist. Den will ich nicht größer machen, aber ich kann diese Schublade noch variieren. Ich habe jetzt gerade gesagt 74. Ich mache das Ding mal 3 cm höher. Das sind dann 13, also 1,3. 3. Ich schreibe das auch mal rein. Text hinzufügen, so 13 hoch, 30 breit. Alles klar. So, hier schreibe ich jetzt noch dazu. 54 hoch,
dann lässt sich das leichter rechnen. Beim Scanner schreibe ich noch rein 8 hoch. So. So, 54 und 8 sind 62 und 13 sind 75 und 2 sind wir bei, was habe ich gesagt? 54 und 8 sind 4, sind 62, 75 sind wir bei 77. Ja, das passt. Okay, jetzt schieben wir das Ganze mal ein bisschen noch zusammen. Machen wieder ein bisschen größer, damit es eben bündig wird, zumindest fast. So. Und den auch noch ran. So. Okay, wieder auf normale Größe. Das sieht doch bis jetzt schon mal ganz gut aus. Das heißt, jetzt auf der anderen Seite müssen die Schubladen auch angepasst werden. Und was habe ich jetzt gesagt? 77 insgesamt. Ja, 54 und 8 sind 62. 75, 77, 75. 75 durch 4 ist eine blöde Rechnung. 75 durch 4, 18,75. Wie ist es denn mit 75 durch 5? 15. Naja, 15 cm tiefe Schubladen sind schon ziemlich gut. Das heißt, ich brauche noch eine solche Kiste. Und ich markiere die einfach mal alle. So, was habe ich gesagt? Höhe sind 15, also 1,5. Und bei 20 cm Breite müssen wir eigentlich gar nicht bleiben an der Stelle. Ich mache jetzt mal 30 draus. Genau, so, dann schiebe ich die einfach mal ein bisschen zusammen, dass sie ungefähr auch so einen Klotz ergeben wie auf der rechten Seite. Genau, und der Schönheit halber werde ich einfach mal die ganzen Dinger farblich füllen mit einer anderen Farbe. Keine Ahnung, hier ist ein schickes Orange. Ein sehr dunkles Orange, sieht mehr aus wie ein Ockerton. Und die anderen machen wir, keine Ahnung, in so einem schicken, keine Ahnung, Grün? Machen wir Grün draus. So. Ich markiere sie alle und wie schon gesagt vorhin, als Gruppe lassen sie sich besser verschieben. Alles klar, so. So passt das ungefähr. Jetzt fehlt noch der Text, den ich jetzt natürlich nicht mehr einfügen kann. Schlau wie ich bin. Gruppierungen lösen. Moment. Ach so. Ich kann ja immer nur einen Text hinzufügen. So, was habe ich jetzt gesagt? 15 hoch 30 breit. So. Das kopieren wir jetzt einfach mal in alle rein. Sehr gut. Und na, ich will wieder diese Gruppierung machen, weil es einfach angenehmer ist, das Ganze so zu verschieben. So, jetzt habe ich 5 mal 15 sind 75 auf der linken Seite plus 2 sind 77 für die Tischplatte. Auf der rechten Seite habe ich 54 plus 13 sind 67 plus 8 sind auch 75 auf der rechten Seite. Das heißt, der Tisch würde schon mal gerade stehen. Das ist gut. So, jetzt muss ich überlegen,
tief ich quasi die einzelnen Teile mache. Ach so, genau, ich wollte, müsste ja hier auch mal was kopieren. Na, so. Und den. Na, was ist denn los hier? Jetzt. Daraus machen wir eine Gruppe und aus den drei Teilen machen wir auch nochmal eine Gruppe. Ich stehe voll auf Kopieren, ganz ehrlich. Jetzt haben wir das. Oh, alles klar. Jetzt nehmen wir einfach mal die Seitenansicht dazu. Und zwar fange ich mit der linken Seite an. Nehmen wir das genauso wie vorher auch. Einfach eine Form für die Kiste. Das ist jetzt quasi die oberste Schublade. Die füllen wir auch wieder in diesem schicken Orangeton, damit wir das fachlich verstehen. Und wir haben gesagt, dass die Schublade 15 hoch wird, also 1,5. Und ich will die volle Länge ausnutzen. 60 cm sollen das werden, also machen wir 6 draus. Das passt. Ungefähr zumindest. Na, jetzt kann ich es nicht mehr bewegen. Was ist denn los? Ist das Programm abgestürzt? Nee, ist es nicht. Es bewegt sich noch. Aber warum kann ich das nicht wegziehen? Okay, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Meinetwegen. Okay, es geht wieder. Also 15 hoch, 60 tief. Das ist im Prinzip genau schon die Schublade. Das ist auch schon so gut wie alles, was ich brauche. Und zwar brauche ich dieses, das ist ja quasi das Seitenbrett der Schublade. Wenn es so einfach wäre, ne, könnte man es ja auch einfach machen. Wir müssen da jetzt mal ein bisschen genauer nachdenken, weil das ist so ja nicht fertig. Ich muss mal die Gruppierung hier auflösen. So. So, ich will mal nur den Teil nehmen. Die Höhe hätte ich nicht verschieben müssen, egal. Denn um diese Schubladen drumherum, da kommt ja noch ein Korpus drumherum. Da muss ja irgendwo müssen die Schubladen ja eingehangen werden. Wenn ich jetzt mal von Brettern ausgehe, die 1,7 cm dick sind, das sind quasi dieselben, wie ich dann für den Deckel nehmen würde, also ungefähr 2. Das heißt, dass die Breite nicht 3, also dann sind es sogar nur, so jetzt muss ich mal eben Rechner benutzen, 30 minus 1,7 für die linke Seite, minus 1,7 für die rechte Seite, sind wir bei 26,6 cm. Ja, jetzt wird es nämlich ein bisschen kniffliger, 26, also 66. Okay. Und das schieben wir ein bisschen zur Seite. So. Jetzt brauche ich wieder eine Form. Dieselbe. Und das ist jetzt quasi unsere Seite. Das Teil wird, wie wir gesagt haben, 75 cm hoch, also 7,5. Und breit ist das Teil 1,7, habe ich gesagt. Das nehmen wir so ein bisschen genauer. Oder auch nicht. Ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Natürlich 1,7 durch 10 ist 0,17. Das ist ja richtig machen, ne?
Kopfrechner und so, nicht so unbedingt meine Stärke heute früh. Und das müssen wir quasi hier, na, das los, anfügen. So. Auf der rechten Seite brauchen wir das genauso nochmal. So ungefähr, ja. Und ich brauche das ebenfalls hier drüben auf der linken Seite sowie auch auf der rechten Seite. Das ist natürlich davor geschoben. Gehen wir beiseite. Wir können auch hier gleich die Breite anpassen. Wir haben gesagt 26,66. Richtig? Nee. Moment. Ja doch, passt. 26,6, ja. Also 2,66. Und das schieben wir uns jetzt einfach dahin. So. Und das Brett auch ran. So. So wird im Prinzip nachher der Aufbau sein. Ziemlich genau sogar. Das passt soweit, ja. Genau. Jetzt muss ich natürlich hier mal den Text korrigieren auf 26,6. Ja. Und hier muss ich den Text auch korrigieren auf 26,6. Genau, der Tower bleibt 20 breit. Das heißt, ich habe noch 6,6 für diese Schubladen. Das ist nicht besonders viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist kein Problem. Das kriegen wir auch noch hin. Hier kann ich jetzt mal anpassen. 8 hoch, 26,6 breit. Und ich sollte es vielleicht abkürzen, wie man das quasi auch im Handwerk macht. 6,6b. Ich weiß, was damit gemeint ist. So. Okay. Das sollte soweit passen. Jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen korrigieren, tatsächlich schon wieder. Weil wenn ich hier quasi den Turm reinschieben möchte, aber der Turm vielleicht breiter ist als 20, funktioniert das hier schon wieder nicht. Ich muss das hier, also dieses Brett, muss ich anpassen auf die Höhe von den beiden hier. Wir haben gesagt, 8 hoch und 13 hoch, das sind 21. Also 2,1. Jo, das passt. Ich muss hier die Gruppierung jetzt auch nochmal auflösen. So. Und den Teil ein bisschen verschieben, weil ich brauche hier jetzt noch ein Zwischenbrett. Kopiere einfach das Brett hier und schieb das da mal so ran. So, und wenn man jetzt rechnet, 26,6 plus 1,7, wie viel ist das? 26,6 plus 1,7 sind das 28,3. Das ist die Breite von diesem Brett.
also 2,83. Und hoch ist das natürlich auch ganz genau 1,7. Wir machen das wirklich mal ein bisschen genauer. Oh, richtig. Das ist keine gültige Zahl. Ja, schade, nach rechts verschoben. Macht nichts. So. Genau. Wenn man jetzt das Schiff ein bisschen hinschieben möchte, sieht man schon, ah, da passt schon was nicht. Nicht ganz zumindest. Das heißt, ich muss ein bisschen weiter denken schon wieder. Das ist gut. Mal sehen. So. Ich brauche eigentlich zwischen Tower und den Schubladen jetzt natürlich auch noch mal ein Brett. Das heißt, ich muss hier die Gruppierung auch auflösen. Erstmal schiebe den Tower beiseite, kopiere einfach dieses Brett von hier oben, schiebe das dazwischen. Und nehme die Höhe. Was waren das hier? 54 hatten wir gesagt. Also 5,4. Genau. Zumindest ungefähr. Man sieht jetzt schon, irgendwas passt nicht ganz. Das korrigieren wir gleich nochmal. Das ist nicht so schwierig. Können wir auch mal direkt machen. Ja, doch, sollten wir machen. Es ist übrigens auch gar nicht so erheblich wichtig, dass diese Aussparung hier für den Tower, diese hier, so super wichtig und super genau passt. Es geht ja nur darum, dass der Tower eben seinen Platz irgendwo so ein bisschen an der Seite hat. Und eben hier in der Mitte nicht so viel Platz wegnimmt. Das heißt, wir schieben den einfach mal zur Seite. So. Genau, rechnen wir nochmal aus. 8 hoch, 13 hoch sind 21 und das sind 54. Sind wir bei 75. Jetzt gucken wir mal, welche Höhe das Brett hat. 75 sollte eigentlich passen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Mal sehen. 8 plus 13, ach ja, plus 1,7 ist das, was wir haben, ist gleich 22,7. Dann nehmen wir mal minus 75, das heißt, der Platz für den Tower darf nur noch 52,3 cm hoch sein. 52,3. Das heißt, wir nehmen mal den Tower. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass mein Tower, so wie er ist, 44 cm hoch ist. Das ist ja kein Problem. Ja, den nicht. So. Was haben wir gesagt? 52,3. Wir machen einfach mal 5,23. Die Breite belassen wir. So. Das heißt, wir müssen auch diese hier jetzt wieder anpassen. 52,3 durch 3 ist 17,43 Periode. Das kann natürlich keine Säge richtig sägen. Ich mache mal 17,4 draus einfach, oder? Ja, 17,4. Das ist okay. So. Muss man natürlich wieder ein bisschen hin und her schieben. So, ja, passt. Ungefähr zumindest. Und was haben wir jetzt gesagt? 26,6 ist diese Schublade und 1,7 ist das Brett.
Das heißt, wir haben hier eine Gesamtbreite von 26,6 plus 1,7, 28,3. Jetzt rechnen wir mal den Tower wieder runter. Mit 20 haben wir noch 8,3. Dieses Brett hier rechnen wir jetzt auch wieder runter mit 1,7. Das heißt, diese Schubladen können noch 6,6 cm breit werden. Das ist mächtig wenig. 6,6 cm, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, wie viel das ist, beziehungsweise wie wenig das ist. Das ist nämlich wirklich nicht besonders viel. Und ich glaube, da würde ich auch gar nicht mit der Hand reinkommen. Das heißt, das wird so nicht funktionieren. Überhaupt nicht. Tja, was machen wir da jetzt? Schubladen sollten es auf jeden Fall werden. Nein, nicht das Brett, sondern das Teil. Das heißt, ich werde mir jetzt was überlegen, dass ich das Teil breiter mache. Ich werde es tatsächlich mal 10 cm breit machen, da komme ich noch ganz gut rein. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, ein bisschen größer machen. Ich werde die dreimal gruppieren, damit sie quasi immer zusammenhängend bleiben. Das Brett muss man beiseite. So. Das kommt dazwischen. Ja, das passt ungefähr. Jetzt schieben wir das Brett ran. Das werden wir ebenfalls nochmal gruppieren. So, das passt. Ungefähr zumindest sollte es passen. Genau. Ich werde auch mal eine. Diese vier hier in eine Gruppe packen, weil die lassen sich im Prinzip nicht trennen. Genau. Das heißt jetzt also andersrum, wenn ich hier 10 cm mache und 1,7 dazu packe, haben wir 11,7. Und nochmal die 1,7 von dem Brett hier sind auch nochmal quasi 1,7. Also sind wir bei 13,4 plus 20 für den Tower, der dann hier irgendwie steht. Naja, ist ein bisschen mehr als 30, sind 33,7. Steht halt ein bisschen über, ist nicht so schlimm. Das ist wirklich nicht so schlimm. Wie gesagt, der Tower, der passt ja nie perfekt richtig rein. Und wenn ich mal einen anderen haben möchte, dann würde es sowieso nicht mehr richtig passen. Genau, so. Jetzt, ich denke mal, so wird es am Ende wirklich aussehen. Von den sichtbaren Brettern her. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, zurück zu den Seitenteilen bzw. zu den Schubladen, wie die aufgebaut sind. Das ist ja jetzt quasi die Schublade von der Seite einfach gesehen. Und das Brett ist ja wirklich 15 cm hoch und 60 cm tief. Damit ist es aber dummerweise nicht getan. Ich kopiere es einfach mal. Weil ich brauche das ja mindestens zweimal pro Schublade. Und ich brauche ja auch noch einen Boden. Der ist aber dann keine 60 tief und auch keine 15 hoch. Der ist dann ja tatsächlich 0,17 hoch
Ne, Quatsch. Doch, 0,7 hoch, aber ich will das einfach mal als breites Brett zeigen. Also machen wir 2,66 mal 60, ja, also mal 6. Das ist, dieses Brett ist also 60 cm breit und 26,6 cm hoch. Das ist quasi der Boden. Schreiben wir mal dazu. Boden. So. Und hier schreiben wir einfach mal Seite. Ja. Seite. So. Auch nochmal Seite. Und ich brauche ja noch ein Vorderteil und auch noch ein Rückteil. Das heißt jetzt aber natürlich, dass ich das einpassen muss. Also entweder mache ich blanke Vorderseiten, dass ich wirklich nur das Brett sehe. Oder ich mache quasi sowas, das sieht dann quasi, naja, so nicht aus. Formen. So. Ach halt, Quatsch. Ich nehme das hier, kopiere mir das, schiebe mir das hier rüber und sage jetzt die Größe, Höhe 0,17, Breite 30, nein, 30, so. Und das drehe ich mir jetzt mal um 90 Grad. Weitere Formatierung. Das Ding wird jetzt, ist nach wie vor 1,7 hoch. Das ist ein ähnliches Brett, aber nur noch 1,5, weil es ja quasi das Seitenteil ist. Entweder mache ich es quasi so. Nehmen wir mal das Brett hier als Anschauungsmuster. Ich kann es so quasi machen. Front. Was mir ganz ehrlich nicht so richtig gefällt. Deswegen werde ich es wahrscheinlich eher so machen, dass die Front komplett darüber gehen wird. So. Das mache ich dann bei allen. Frontbrett ist dann übrigens 26,6 breit und 15 hoch. Das kann man hier doof lesen. Machen wir so. Komm, verschieben wir das hier nochmal nach hinten, damit es einheitlich ist. So. Genau, das hier, ne, 15 hoch, 26,6 breit. Das ist quasi das Frontbrett. Und ich habe natürlich auch noch ein hinteres Brett, das quasi da rein muss. Und der Einfachheit halber würde ich das einfach nehmen und kopieren und einfach genauso benutzen. So, wir schreiben mal noch Rückwand dran. Das sollte jetzt alles mittig sein. So, zack. Das heißt aber, dass diese Seitenbretter nicht 60 tief sind, sondern mit 1,7 für die Frontseite und 1,7 für die Rückseite abgezogen werden müssen. Da haben wir noch 56,6. Das kriegen wir hin. 56,6. Ja. Wieso?
Ach so, 5,66, schon klar. Passt ja sonst nicht. 56,6. So, das übernehmen wir einfach. Für jedes Brett. Und weil ja die Seitenteile auch diese 1,7 cm Abzug haben müssen, 15 minus 1,7 sind wir bei 13,3. Das markieren wir natürlich auch nochmal und stellen es auch nochmal genau, ganz genau hin. 1,3 haben wir gesagt, richtig? Schublade, da, ja, passt. 1,3. 13, nee, 13,3, also 1,33. So. Schreiben wir noch dazu. 13,3. Hier auch. 13,3. Das sind quasi die Bretter für all diese Schubladen hier drüben. Das brauche ich fünfmal. Und jetzt auf der anderen Seite, da wird es wieder ein bisschen kniffliger. Wir hatten gesagt, dass hier oben soll die Schublade für den Scanner werden. Jetzt habe ich zwar die Höhe von dem Scanner gemessen, aber natürlich nicht die Breite. Das ist ein bisschen mehr als DIN A4, weiß ich. Ich will aber ganz genau wissen, wie viel es ist. Das heißt, ich messe das einfach nochmal fix. Ja, das sind 25,5. Das heißt, ich habe da gar nicht mehr so viel Spielraum. Wirklich nicht mehr viel Spielraum. 25,5. Hoppla, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. 25,5. So. Jetzt ist dieses Brett nur noch 26,6 breit. Das heißt, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Nicht richtig. Also 26,6 minus 25,5 ist 1,1. Und das ist einfach zu dünn für unsere normalen Bretter. Das heißt, wir müssen das andersrum rechnen. 25,5 plus 1,7 für die linke Seite plus 1,7 für die rechte Seite. Sind wir bei 28,9. Das heißt, unser ganzer Korpus hier, den müssen wir noch mal verändern. Verdammt, hätten wir das mal früher gewusst, nicht wahr? Aber okay, gut. Lässt sich nicht ändern. Ich muss die Gruppierung erst wieder aufheben. So. Was haben wir gesagt? 28,9. Also machen wir einfach mal ganz glatte 29 für diese beiden Schubladen. Glatte 29. So. Ich mache es ein bisschen größer und wir verschieben die 3 nach links. So. Dieses Brett müssen wir jetzt natürlich wieder anpassen. Das muss jetzt auch 29 werden insgesamt. Machen wir natürlich, auch wenn es nur ein paar Millimeter sind, die sind entscheidend. 29, so, das heißt, der Scanner passt ganz perfekt hinein. Ne? Wir rechnen es mal aus. 25,5 plus 1,7 plus 1,7. 28,9. Wenn ich einen Millimeter Luft lasse, nach links und rechts, also einen halben Millimeter, sollte er ganz, ganz genau reinpassen. Mir ist es aber echt ein bisschen unsicher. Deswegen werde ich das noch ein bisschen breiter machen müssen. Puh. 29, machen wir mal 29,5.
Das heißt, ich habe 0,6 Zentimeter Platz, Spielraum. Also 0,3 in alle Richtungen. Ja, also 29,5. Für diese beiden, ne? So. Was ist denn? So, den und den? Nein, genau den nicht. Das wollte ich nicht, so rückgängig. So, du da beiseite. Ich will die zwei haben. Ich habe gesagt, die wollen wir 29,5 breit machen. Also 29,5, so. Oh, Entschuldigung. Das heißt natürlich auch bei 29,5, dass auch wieder die 1,7 dazukommen. Das sind 31,2, die auch dieses Brett nachher breit sein müssen. 31,2. Jo. So ganz genau wird es natürlich nicht sägbar sein. Das ist ziemlich unmöglich. Aber zumindest so ungefähr. So. Ne? 29,5 breit haben wir gesagt. Machen wir den. Machen wir hier auch. 29,5. Passen wir mal ein bisschen an. So. 29,5. Jawohl. Ich mache es mal wieder kleiner. So. 29,5 ist das breit. Plus das Brett natürlich sind wir bei 31,2. Das sieht schon wieder viel, viel besser aus. Gerade in Bezug auch auf die Schubladen hier unten, die wir ja 10 breit gemacht haben und das Brett ist ja auch 1,7, also 11,7 plus 20, also 31,7, das passt so fast wieder bündig zusammen. Heißt aber natürlich auch, wenn wir hier jetzt mal hinschauen, das sind 31,2 und 30 auf der linken, okay, das heißt, ich habe weniger als 60 cm Platz. Und ich mache jetzt hier erstmal eine kleine Pause.